beten dürfen. Dass der erste Redner da ist, freut mich sehr. Er ist zwar ohne Blinddarm hier, aber er ist gesund wieder unter uns. Er ist in Simmern geboren, das ist die Gegend, wo der Schinderhannes herkommt, falls das einer weiß, in Rheinland-Pfalz. Das hat schon etwas mit den Piraten zu tun oder ist piratig. Es hat ihn dann über Bonn nach Berlin verschlagen. Er ist der Landesvorsitzende der Piraten in Berlin. Er ist Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin und er ist Fraktionsvorsitzender der Piraten. Dann muss man das im Wiki mal schleunigst ändern. Herzlich willkommen, Christoph Lauer. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich hier hinter mir einen Stuhl positioniert habe, damit ich sanft falle, wenn mich die Kraft aus irgendeinem... Kann man das noch ein bisschen weiter... Das ist so im Gesicht. Das ist so, kann man das noch ein bisschen weiter wegmachen? Oder? So, ja. Also, ich hoffe, ihr seht mir das nach mit dem Stuhl. Ich setze mich drauf, wenn es nötig ist. Danke auch für die Einführung. Ich wollte mich als Berliner auch nochmal hier explizit bei euch bedanken. Also nicht nur als Gastgeber als Piratenpartei Bayern, sondern auch als Bayern an und für sich, weil ihr bezahlt ja zum Glück Steuern und weil ihr Steuern zahlt, gibt es einen Länderfinanzausgleich und ohne den hätte Berlin dann 1,8 Milliarden Euro pro Doppelhaushalt weniger. Also erstmal danke dafür. Seht es positiv, weil stellt euch vor, das gäbe es nicht und es gäbe die ganze Armutseinwanderung aus den neuen Bundesländern. Wenn dann irgendwie ihr euch hier mit irgendwelchen zugewanderten Neuköllnern auseinandersetzen müsstet oder so. Also es hat auch sein Gutes, es ist nicht alles schlecht. Und sei mir noch erlaubt, das mit den Wohnungen kennen wir in Berlin auch. Ich habe das heute in so einer Münchener Zeitung war das ja die Schlagzeile, 87 Euro pro Quadratmeter. In München, das kennen wir auch, im Prenzlauer Berg, da geht es ja so, Prenzlauer Berg, die Mieten sind bezahlbar, ich kann sie ja bezahlen. Das ist Reinhard Grebe. Was München und Berlin gemein haben, ist, dass hier SPD regiert sind. Vielleicht hat das ja irgendwas mit den Mieten zu tun, ich weiß es nicht. Jetzt beginne ich mit meiner Rede. Liebe Piratinnen und Piraten, liebe Neger. Was? Kann man das hier nicht sagen mit den Negern? Ist es hier? Das ist dieser Tugendterror. Das ist dieser Tugendterror, von dem wir hier so viel zu hören bekommen, liebe Piratinnen und Piraten. Und der ist ja das Problem. Das hören wir ja. Also wir sind das Problem. Und dieser Tugendterror und das merkt man, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Ich muss ja bestürzt feststellen, dass man in Bayern als Schulleiterin vor den Ferien seine Schülerinnen und Schüler nicht mehr mit Sieg Heil verabschieden darf und Hitlergruß und man wird davon sogar von der christlich-sozialen Union kritisiert. Ja, das ist der Tugendterror, sogar von der CSU. Das ist das Problem, was wir im Moment hier haben in Deutschland mit der Meinungsfreiheit, mit dem Tugendterror. Das merken wir hier. Und die Ausländer natürlich. Ausländer sind auch ein Problem. Das merken wir in Berlin zum Beispiel. Das merken wir die ganze Zeit. Also das Absurde war ja, früher wollten die nur unsere Arbeitsplätze wegnehmen und jetzt wollen die noch nicht mal mehr arbeiten. Jetzt wollen die uns unser Sozialsystem wegnehmen. Das geht zwar nicht rechtlich, aber das ist egal.
Und zum Beispiel die Türkei, die jetzt da 400.000 Flüchtlinge aus Syrien aufnimmt, die wollen uns damit ja nur provozieren. Die wollen uns damit ja nur provozieren, weil wir halt nur 5.000 nehmen und die wollen uns jetzt halt zeigen, dass sie einen längeren haben und so. Das ist, also es ist unerhört, dieser Tugendterror, wenn man sich da irgendwie für Leute einsetzt und so und das. Also die Ausländer in Berlin, die Taxifahrerinnen und Taxifahrer, also das ist super, ich wurde noch nie von so vielen Ingenieuren, Ärzten, Professoren durch die Gegend gefahren. Das ist halt, Abschlüsse werden nicht anerkannt, sind sie ja selber schuld, hätten ja nicht hierher kommen müssen. Und arbeiten sie halt als Taxifahrer und klauen halt den gering qualifizierten Deutschen die Arbeitsplätze als Taxifahrer. Geht nicht, das ist der Tugendterror, das ist das Problem in diesem Land, dass das so akzeptiert wird. So. Und das Problem, das sind die Zustände. Ja. Also der Uli Hoeneß zum Beispiel, der ist nicht das Problem. Nein. Und Alice Schwarzer und der Treberarzt von Elz, ich meine, ihr kennt die Bergpredigt, ja, und seht sie an, die Bischöfe in Limburg, sie arbeiten nicht und trotzdem gibt der Herr ihnen ein schönes Domizil. Kennen wir doch. Was ist Tugendterror? So. Und der Hoeneß ist doch auch ein klassisches das ist ein Justizopfer. Also ich muss das nochmal, gerade Uli Hoeneß, den ich ja für seine ausgewogene und qualifizierte Meinung immer sehr schätze, hat mal was Schönes zu den Piraten gesagt, was ich hier zitieren möchte, weil es vielleicht auch nochmal ganz gut passt und das mit dem Tugendterror und der Meinungsfreiheit in Deutschland mal so ein bisschen einordnet. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, ich muss mal zitieren. Uli Hoeneß hat mal gesagt, Hoeneß über die Deutschland aufstrebende Piratenpartei, kennt ihr auch, früher ist jetzt nicht mehr so. Wenn die Partei wie die Piraten 9% hat und gar nicht weiß, wofür sie eigentlich steht, dann macht mir die Sache Angst. Was passiert da eigentlich, wenn sich da einer hinstellt und noch nicht... Wenn sich da einer hinstellt und sagt, Afghanistan haben wir noch keinen Plan, jetzt kommt der interessante freudsche Versprecher, Steuergeschichten, Fragezeichen, haben wir noch nicht drüber gesprochen oder wie müssen wir das machen mit unserer Wirtschaft, müssen wir vielleicht in 4 Wochen eine Antwort geben, das ist doch keine Politik, wir brauchen Leute, die Einrichtung anbieten, die Visionen haben, die wissen, wie die Absicherung der Bürger gehen soll, ist auch wichtig, also Leute, die wissen, ganz unkonventioneller Vorschlag, Steuern zahlen, in Sozialsysteme einbezahlen, ja, so solidarisch zueinander stehen, aber nein. Kinder, ihr müsst verstehen, das ist der Tugendterror. Das eigentliche Opfer ist der Hoeneß. So. So, genau, also die Visionen haben, die wissen, wie das mit der Absicherung der Bürger gehen soll. Da kann ich nicht so einen Schwachsinn erzählen, wie die das zum größten Teil machen. Nein, dass Uli Hoeneß nicht so einen Schwachsinn erzählen kann, wie wir, das ist ganz klar, das erkennen wir auch neidlos an, dass er da in der ersten Liga spielt und wir noch viel lernen können. Also, Hoeneß hat gefragt, was wollen wir als Piratenpartei zum Beispiel? Ein bedingungsloses Grundeinkommen, fahrscheinloser ÖPNV, bezahlbare Mieten, was braucht man dafür? Steuergelder? Ja, ist jetzt blöd, Uli, ne? Es geht jetzt nicht. Aber ich will ihn da nicht vorverurteilen. Das kann ich auch gar nicht. Ich habe nicht die Befähigung zum Richteramt. Was man gelesen hat, ist ja diese Selbstanzeige nicht strafmildernd, weil sie unvollständig war und nicht aus eigenen Stücken, wie es heißt. Und ja, schauen wir mal, dann sehen wir mal. Also wie gesagt, ich will ihn nicht vorverurteilen. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch da das Strafmaß jetzt genau ist. Aber das wird uns Uli dann ja nach der ersten PK, nach der Freilassung wieder erzählen können. Ja, wie gesagt, wir können es nicht machen, aber es ist halt, wir sind das eigentliche Problem, weil wir diesen ganzen Quatsch fordern und Tugendterroristen sind.
Das sieht man jetzt auch im Moment ganz schön im Bund. Bei der SPD. Mit dieser ganzen Edati-Geschichte. Das kann man widerlich finden, was der Mensch da irgendwie gemacht hat. Sollte man auch so, aber war anscheinend legal. Die Staatsanwaltschaft Hannover wusste das auch oder weiß das auch und gibt dann aber einstündige Pressekonferenzen und fabuliert, was denn da sein könnte. Das ist auch alles, das ist nicht das Problem, das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Tugendterror. Und diese ganzen Zusammenspiele, also wenn das BKA und dann dem Friedrich und der Friedrich dann so dem Gabel, du, da steht so jemand auf der Liste und so und ach ja, ach, da erzähle ich es mal dem Oppermann, der erzählt es dann auch allen weiter, der ruft dann nochmal beim Zirke an, der interpretiert dann ein Schweigen als ja. Und die Zusammenarbeit funktioniert ja gut. Ich meine, wir müssen doch mal, wir sind ja Piraten, wir müssen den politischen Aschermittwoch auch mal ein bisschen anders denken. Wir müssen uns ja auch mal selber kritisieren. Wir müssen ja auch mal eingestehen, dass wir in der Öffentlichkeit dafür kritisiert wurden, dass wir nicht geschlossen sind. Im Bund sieht man doch jetzt, wie das funktioniert. Wenn der Oppermann hätte dem Friedrich nie eine SMS geschrieben oder so. Da ruft man sich an. Da ruft man sich an und sagt, du, ach, ich wollte da jetzt eine Pressemitteilung rausgeben, da steht drin, dass du da irgendwie ermittlungsrelevantes Zeug ausgeplappert hast, wie findest du das? Und anscheinend konnte beim Friedrich niemand lesen und schreiben und dann haben die gesagt, ja, du, mach doch ruhig. Und dann hat der Friedrich gesagt, oh ja, ach, ich trete zurück, wenn ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird. Ja, und dann hat irgendjemand bei der Staatsanwaltschaft Berlin gelacht und gesagt, aber hat jemand die Nummer von Friedrich, ich müsste mal anrufen. Und aber liebe Leute, versteht mich da nicht falsch, auch das alles ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Wir sind das Problem. Also wegen unseren Forderungen und was wir da so wollen. Und die anderen zeigen es uns ja, wie es viel besser funktioniert. Und dafür sollten wir ihnen auch ein bisschen dankbar sein. Was ich gut fand, war dann auch die Geschlossenheit, die man danach zu sehen bekam, zwischen der Koalition. Achso, ich habe tatsächlich noch eine Verständnisfrage. Ist das in Bayern strafbar, wenn man Horst Seehofer irgendwie desavouiert öffentlich? Ist das so Majestätsbeleidigung oder so? Also in Berlin habe ich als Abgeordneter ja Immunität, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie das hier ist. Also achtet doch mal bitte auf die Türen und ich hoffe, es gibt noch einen Hinterausgang. Nein, also Horst Seehofer, der hat das super gemacht, super Job. Hat dann gesagt, ja, gibt jetzt die Neubesetzung, ne? Die Qualifikation war, glaube ich, Franke. Ne? Und ich finde, das ist gut, da können wir von lernen, da können wir uns dran orientieren und sagen, weniger Kompetenz wagen, einfach mal gucken, wo der Kandidat oder die Kandidatin herkommt. Das ist super. Das ist super. Wir mit unserer irgendwie Sachpolitik und wir versuchen mal hier konstruktiv zu sein oder Quatsch. Ist der Franke? Ja, nein, okay, du hast den Job. Ja, und der Gabriel war auch super, weil der Gabriel und Horst Seehofer, die haben sich dann so gegenseitig auch ein bisschen gestritten und dann wieder nicht. Und Gabriel gibt dann eine PA und sagt, nö, der Oppermann muss jetzt nicht zurücktreten. Der hat zwar komplette Scheiße gebaut, aber nö, sehe ich jetzt nicht. Ist doch super, da wird doch dann vorgelebt, wie das mit der Verantwortung und so ist. Das ist auch alles nicht das Problem. Der Laden läuft doch, was habt ihr eigentlich? Ich meine, jetzt hier Stadtrat antreten, so München. Ja, meine Güte, da sind die Mieten halt so. Wer kommt denn auf so eine bekloppte Idee, bezahlbare Mieten? Ist doch Quatsch. Und ich möchte mal, wie gesagt, mit den Traditionen des politischen Aschermittwochs brechen und mit den Fails der Piratenpartei hier aufräumen. Und ich fange mit Berlin an. Als wir um die 2000er in der Regierung waren und das mit dem Berliner Bankenskandal war, wodurch das Land Berlin jetzt 40 Milliarden Euro Schulden hat. Das war suboptimal. Ah, Moment.
Ich habe uns gerade mit der CDU und der SPD verwechselt, sorry. Sorry, das waren wir gar nicht. War die CDU und die SPD, die 40 Milliarden Euro Schulden da in Berlin verursacht haben. Knabbern wir noch heute dran, uns geht es ganz gut. Die Berlinerinnen und Berliner haben daraus gelernt. Wir haben im Moment auch wieder eine Regierung aus SPD und CDU. Läuft doch, das sieht man doch. Piraten sind das Problem und die anderen bieten die guten Lösungen an. Der Laden läuft. Noch ein paar mehr Fuck-ups. Der Nürburgring. Das tut mir sehr leid. Als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident hätte ich diese 300 Millionen Bürgschaft der Rheinland-Pfälzischen Landesbank für den Nürburgring, war ein Fehler. Ich habe mich mit meinem Freund Kurt Beck verwechselt, sorry. Also auch die SPD wieder, 300 Millionen Euro, war gar nicht schlecht. Also ich meine, Kurt Beck ist jetzt Vorsitzender der SPD Friedrich-Ebert-Stiftung. Gibt jetzt Bestrebungen, das umzunennen in Friedrich-Ebert-Racing-Team. aber läuft. Läuft. Also ich meine, da kann man jetzt ihm nicht vorwerfen, bei der Bahn zu arbeiten oder so. Wir wurden oft für unseren Umgangston kritisiert. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Ist mir schweren Herzens. Das war der Pofalla. War der Pofalla und der Bosbar. Das ist, ich weiß nicht, ich habe, das fliegt gleich eine Operation, dass ich das. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber das ist ja auch eine wichtige Eigenschaft, die man als Politiker braucht. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Und das ist der persönliche Feld. Wie gesagt, knallt gewaltig, nicht so gut, Bedrohung. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Akzeptabler Umgangston in der christlich-demokratischen Union Deutschland. Gut, dann noch den BER. Ja, jetzt erinnere ich mich richtig, das war tatsächlich SPD und CDU. Das ist super, wenn man sich da mit den Leuten in Berlin unterhält, weiß ich nicht, von irgendwelchen Baulobby oder sonst irgendwas, die sagen, ja, also diese Flughafenhalle, die wurde ausgeschrieben, alle haben gesagt, die kostet 1 Milliarde Euro. Berliner Senat hat gesagt, nein, die soll nur 750 Millionen kosten. Alle gesagt, naja, sorry, aber für 750 Millionen bauen wir das Ding nicht. Aber der Senat hat gesagt, ja, dann bauen wir das selber. Ich meine, es ist ja nicht so, dass auf der Welt schon mal irgendwo ein Flughafen gebaut worden wäre, ja? Und von daher finde ich diese tugendterroristische Kritik, die wahrscheinlich von irgendeiner Neiddebatte getrieben ist, weil irgendwelche Bayern jetzt neidisch sind, dass wir so einen schönen Flughafen bekommen. Ne? Ja, Sekündchen. Ich habe nicht gesagt, welcher. So. Und das konnte ja keiner wissen. Ich meine, wenn man sich andere internationale Großflughäfen anguckt, wie lange die gebaut werden, was sie kosten, weltweit, der konnte ja keiner wissen, dass man das Ding für 2 Milliarden Euro nicht bauen kann in 3 Jahren. Das hat einem ja auch keiner gesagt. Ja gut, die Opposition in Berlin, ja, aber die ist ja immer dagegen. Das sind ja auch so, die sind ja auch Neidhammel. Also, wie gesagt, nochmal, wir sind das Problem. Die machen das doch alles super. Wir machen das alles super, von daher weiß ich nicht, vielleicht sind wir hier beschlussfähig, können wir uns auflösen oder so. Die 400 Millionen für einen Eurohawk waren auch gut investiertes Geld, oder? Waren auch gut. So, ich meine, das ist doch super, wir sind gegen diese Drohnen, ja? Und jetzt haben wir 400 Millionen Euro ausgegeben und haben noch immer keine, ist doch gut. Das ist Piraten wirken. Ich meine, man hätte natürlich für diese 400 Millionen Euro irgendwie Schulen, Kindergärten, bezahlbare Wohnungen und sonst irgendwas
errichten können, aber das ist ja Kommunismus oder irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Also das ist doch scheiße. Also 400 Millionen Euro gut investiert und wir sind das Problem. Und am schlimmsten war ja, dass wir die Leute mit dieser NSA-Geschichte so genervt haben. Boah, ey, gibt doch nichts zu sehen. Ist doch alles beendet. Warum gehen wir den Leuten damit so auf die Nerven? Außerdem hat die Kanzlerin noch gesagt, in Deutschland wird niemand abgehören. Warum habt ihr kein vollstes Vertrauen in Angela Merkel? Also, und dann nerven wir die Leute irgendwie, ja, und abgehört werden und so. Ich meine, Kinder, wer nichts zu verbergen hat, der hat nichts zu befürchten. Ja, wisst ihr doch. Und Merkel hat natürlich recht, natürlich wird hier niemand abgehört. Die Amerikaner haben da so ein U-Boot, das schwimmt dann irgendwo ins Meer, so offene Gewässer, die keinem gehören. Und dann klemmen die das Abhördings da an, fertig ist der Lack. Ja klar wird keiner in Deutschland abgehört, die werden alle da außerhalb, weiß ich nicht, in der Nordsee oder so. Und das ist auch, ich meine, könnt ihr euch noch an diese Meldung erinnern, dass halb Vietnam jetzt kein Internet mehr hat, weil Kabeldiebe das Internetkabel zwischen Vietnam und Australien geklaut haben oder so? Rohstoffpreise steigen ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie das so mit. Wie muss ich mir das vorstellen? So lustige vietnamesische Piraten oder so, die sagen: Jetzt holen wir uns mal so ein Tiefseekabel, wiegt ja nichts, kann man ja leicht mitnehmen. Und da kriegen wir bestimmt einen guten Preis. Kennt da jemand, der macht uns einen guten Preis? Das ist doch super. Das ist doch viel wahrscheinlicher als so ein U-Boot, das da hinkommt und da was durchtrennt und halt verkackt. Jetzt hört doch mal auf, die Leute zu nerven mit diesen Verschwörungstheorien. Da glaubt uns doch eh keiner. So. Problematisch wurde es natürlich, als Angela Merkels Handy dann doch abgehört worden ist. Das konnte halt keiner ahnen, vor allen Dingen auch nicht ihr Kanzleramtsminister Herr Pofalla, der die Debatte ja schon vorher für beendet erklärt hat. Dann wurde es wieder problematisch, weil unter Freunden macht man sowas nicht und so. Ja. Also worüber regt ihr euch denn jetzt bitte auf? Ist doch alles super. Und was ich wichtig finde, ist auch nochmal zu sagen, es geht auch nicht darum, Wirtschaftsspionage zu betreiben. Das machen die USA nicht. Die verteidigen uns damit, also nicht nur am Hindukusch, also gut, das machen wir in Europa und so, aber die verteidigen uns damit. Keine Wirtschaftsspionage. Machen die Deutschen übrigens auch nicht. Hat Herr Ischinger ja schön gesagt, ehemaliger Botschafter in Washington. Es gab da in der Botschaft Räume, die durfte er auch nicht alleine betreten. Ja, nee, das war einfach wahrscheinlich zu gefährlich oder so gesundheitliche Risiken, ich weiß es nicht. Nee, aber das ist super, also wir machen das auch nicht. Das ist ja immer wichtig, dass wir es merken. Erstens, es gibt keine Probleme. Zweitens, worüber regen wir uns auf? Und drittens, wir sind die Guten. Das ist auch extrem wichtig. Und nochmal wichtig, merkt euch, CDU, CSU, SPD, FDP, Linke, Grüne, die haben uns alle geholfen, dass das so wird, wie das im Moment ist. So, und da sollten wir ihnen, wie gesagt, dankbar sein. Man hätte ja, das fand ich eigentlich ganz witzig, dass dieses Argument zu den Piraten zu uns nie aufkam. Wenn die sich immer darüber beschweren, dass wir uns so beschimpfen und so, warum hat noch niemand gesagt, kann das sein, dass da irgendwie ein Bildungssystem einer ganzen Generation vollkommen verkackt hat, dass sie nicht in der Lage sind? Dass ja ein ganzes Bildungssystem verkackt hat, Leuten beizubringen, wie man sich erstens unterhält und zweitens, wie man sich irgendwie demokratisch verfasst oder so. Ich meine, ich bin aus NRW, wisst ihr, habt ihr mein Abi gemacht, wisst ihr, wie NRW bei der PISA-Studie abgeschnitten hat? Was erwartet ihr denn da? Das ist doch. Also wie gesagt, das mit der NSA, das ist alles tutti. Interessiert auch keinen, Debatte für beendet. Und
was ich ganz schön fand, an der Stelle war noch diese Faxe EU-Nummer, das ist super. Die Amis haben sich so geärgert, ich meine, die haben wahrscheinlich 30.000 Bänder von irgendwelchen Russen, die auf Russisch sagen, Faxe EU, fuck USA, fuck irgendwas. Und die können es ja nicht auf YouTube stellen, weil keiner Russisch kann. Das interessiert halt keinen. Und Faxe EU. Und von daher, das ist jetzt wirklich ganz wichtig. Es gibt keine Probleme. Es ist alles super. Es läuft alles gut. Die Mieten sind bezahlbar. Ich kann sie ja bezahlen. Und wir dürfen auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, jetzt auch noch anfangen, diese ganzen Sicherheitsbehörden kontrollieren zu wollen. Das ist doch Quatsch. Warum? Also warum sollte jemand mit ein bisschen gesundem Menschenverstand darauf kommen, sowas wie das BKA, den Verfassungsschutz, BND zu kontrollieren? Das ist doch Quatsch, machen wir einen super Job. Hat doch heute auch der ehemalige BKA-Vorsitzende gesagt, das BKA braucht noch mehr Unabhängigkeit, weil dann können die noch besser arbeiten. Und wie das da beim BKA läuft mit diesen Ermittlungslisten, jetzt bei Edati und so, ne? Und oh, da ist auch ein Mitarbeiter von uns drauf. Ah nee, das ist tatsächlich strafrechtlich relevant, ah scheiße. Ja gut, versetzen wir den in den Ruhestand, du. Warum sollte man das kontrollieren? Das ist doch Quatsch. Ich meine, ein Paradebeispiel dafür, wie toll das alles ist und wie gut die deutschen Sicherheitsbehörden funktioniert haben. Das sieht man doch an diesen NSU-Morden. Das ist doch auch super gelaufen, oder? Da laufen jahrelang so ein paar bekloppten Nazis durch Deutschland und erschießen Leute, richten die hin mit einer Knarre, bringen die um. Kaltblütig. Weil die irgendwie vollgestört sind. So, und dann haben wir extra ein Kriminalamt und den Verfassungsschutz und den ganzen Scheiß. Und das Naheliegendste, wenn lauter Türken und Griechen, die wahrscheinlich die meisten deutsche Staatsbürgerschaft hatten, aber kommt ja immer aus Äußeren an. Also wenn die umgebracht werden, dann kann doch in Deutschland, wo es keine Nazis gibt, ich meine, Entschuldigung, habt ihr Geschichte, ja, Entnazifizierung hat stattgefunden, ja. Es gibt nichts zu sehen. Da kann die einzige logische Erklärung natürlich sein, dass das irgendwie die türkische oder die griechische oder irgendeine ausländische Mafia sein muss. Deswegen kann man dann so Hinrichtungen auch Dönermorde nennen. Super, Dönermorde, Schleckerfrauen, das war alles super. Nö, und dann rufen da irgendwelche Ermittlungsbehörden, zum Beispiel bei dem Hersteller der Munition an, für diese Waffe, gibt nur einen Hersteller für diese Waffe, die diese, mir fällt kein ordentliches Wort ein, um das richtig zu beschreiben, wie scheiße ich das genau finde, aber oder rufen die da an beim Hersteller von der Munition und dann sagen die, gib doch mal bitte die Liste von allen Leuten, die bei euch gekauft haben, die Türken sind. Ah, oh ja, gut. Ne. Ist ja klar, irgendwie, weiß ich nicht, in jedem Tatort lassen die sich sämtliche 30.000 Kontoauszüge und sonst irgendwas geben. Aber wir müssen ja kosteneffizient arbeiten. Und ich verstehe es jetzt wirklich nicht, warum man jetzt da mehr Kontrolle braucht. Bei den Diensten und bei den Sicherheitsbehörden. Und ich bin froh, dass wir mit der CSU und der CDU da zwei Parteien haben, die das auch so finden. Die auch keine Kontrolle wollen und die dann zum Beispiel zum Zirkel dann auch sofort vollstes Vertrauen haben. Ich weiß ja nicht, welche CDU-Politiker auf irgendwelchen BKA-Listen stehen. Aber, nein, jetzt Leute. Hört doch mal zu, ist doch alles super. Alles tutti. So. Und gut, also keine parlamentarische Kontrolle der Dienste, sind wir uns einig, ist super, mehr Unabhängigkeit wagen und so. Alles gut. Und nochmal ein Wort zur Bundestagswahl. Die fand ich halt ganz schön, weil die hat dazu geführt, dass zwei Parteien 80% der Stimmen im Bundestag auf sich vereinigen. Man hat es den Grünen vorher besorgt mit dieser Kinderporno-Debatte, weil irgendjemand vor 30 Jahren mal unter irgendeinen
Scheiß irgendwie seine Unterschrift gemacht hat. Ich freue mich schon darauf, wenn wir in 30 Jahren mit unserem Wiki konfrontiert werden. Nein, aber sorry, aber das wissen wir doch. Wir haben doch alle ein gefestigtes, konservatives Weltbild. Es verändert sich auch nichts. Und wenn jemand vor 30 Jahren irgendeinen Scheiß gebaut hat, dann macht er genau dieselbe Sache nach 30 Jahren nochmal. Und findet das auch so, weil es gibt keine Entwicklung, kennen wir alle, Ende der Geschichte und so weiter und so fort. Und jetzt im Bundestag 80% Regierungsmehrheit, das ist doch toll. Das ist doch echt toll. Da können die mal so richtig durchregieren. Das ist doch geil. Und ich finde auch gut, wie sie die Probleme anpacken. Also, ich meine, Hebammen, der Beruf, der stirbt bald aus, weil die Haftpflichtversicherungen um 9000% gestiegen sind. Kann sich jetzt also keine Hebamme mehr leisten. Aber das ist ja eh Quatsch, was sie gemacht haben. Wenn die Leute bei der Geburt helfen, dann haben wir doch früher auch ohne hingekriegt. Weil ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, also das mit den Hebammen muss jetzt vielleicht nicht so geregelt werden, das ist nicht so drängend, weil wir sind ja, wir sterben ja eh mehr, als dass wir uns vermehren und so. Und also. Aber das mit den Diäten, das war gut. Weil ich habe nichts dagegen, dass Politikerinnen und Politiker gut bezahlt werden, aber dann sollten sie dafür doch mal bitte performen. Und das ist dann schwierig, wenn man sich so die Diäten um 3 Arbeitslosengeld 2 Sätze erhöht. So rein von der Argumentation her. Ist halt blöd, ne? Aber auf der anderen Seite motiviert das natürlich auch unsere Leistungsträger, in den anderen Parteien eine noch bessere Arbeit zu machen, als ich sie vorhin beschrieben habe. Das lässt sich ja sehen. Ist ja gut. Gibt ja keine Probleme. Was ich wunderbar fand nach der Bundestagswahl, war dann eben dieses, dass dann auf einmal aufgefallen ist, scheiße, wäre eine stärkere Opposition im Bundestag vielleicht nicht doch ganz gut als jetzt 80% so? Scheiße, ja, nee, haben wir nicht mehr. Fanden die AfD ja ganz lustig, ne? Die hat ja nur 4,7%. Da haben sich die Medien so geärgert. Die haben während des Wahlkampfs die ganzen Schränke voll gemacht. So Sachen, wo sie ja die Schublade aufmachen können, in dem Moment, wo die ihr Mandat haben, die ganzen AfDler. Und jetzt können die das Material gar nicht benutzen, müssen bis zur Europawahl warten. Das ist doch scheiße. Nö, also alles super, Opposition wollen wir eh nicht, die nerven nur, und 80% Mehrheit ist auch gut. Manchmal frage ich mich ein bisschen so, ob das vielleicht so ein Geheimplan der DDR war. Ob die gesagt haben, pass mal auf, wir machen das, also wirtschaftlich kriegen wir den Westen einfach nicht mehr. Dafür sind wir zu entspannt. Ja? Also lösen wir uns auf. Tun so, als würden wir so da so beitreten oder uns so schlucken lassen, und dann infiltrieren wir die so von innen. Ja, 80% Mehrheit ist gut. Wir sind das Problem mit unserem Tugendterror. Und wenn dann jemand wie Horst Seehofer beim politischen Aschermittwoch sagt, Europa wird bis auf die letzte Kugel verteidigt, dann ist das gut. Ich wüsste jetzt nicht, was da Leute dran auszusetzen haben. Das ist so ein positives Signal, was man so an den Rest der Welt aussendet, oder? Klingt doch nett. So ein Deutsch, also gerade Deutschland, Deutsche sind ja eh aufgrund ihrer Geschichte, wir sind ja komplett unverdächtig. Und wenn dann ein deutscher Politiker sagt, bis auf die letzte Kugel, das war super. Kenn ich aus diesem Film Bruno Ganz, Der Untergang, wo der sich so aufregt und sagt, ey, ja, jag ich mir eine Gurke durch den Kopf. So. Das ist jetzt natürlich später, wenn man sich das nochmal auf Video anguckt, interessant, ob das jetzt ein Hitler-Vergleich war. Aber mir ging es ja erstens um Bruno Ganz, und wenn sich Horst Seehofer angesprochen fühlt, kann ich dafür nichts. Wobei, als Berliner muss ich natürlich offen zugeben, dass ich diese bayerischen Gepflogenheiten ja nicht ganz so verstehe. Ich habe ja so den Eindruck, dass in Bayern alles links ist, was nicht die CSU ist. Und das ist deswegen wichtig, damit die CSU die NPD noch rechts überholen kann. Aber ich könnte mich auch irgendwie täuschen. Nee, und dann, und dann, und dann, und,
jetzt haben wir alle keine Probleme, ja? Jetzt haben wir so tolle Politiker, ne, Armutseinwanderung, die Ausländer klauen uns die Arbeitsplätze und der ganze Scheiß, ja? Wahrheit, Entschuldigung. Und dann auf einmal kommt so eine Partei wie die AfD und sagt so, ja, raus aus dem Euro, das ist doch scheiße, ja. Wir lösen die EU im Europaparlament auf mit 8 Abgeordneten, ohne Antragsrecht im EU-Parlament. Yeah. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich das so durchdacht haben. Ich kenne mir aber, ich glaube, es ist ein Mentalitätsproblem. Der Bernd Lucke ist Professor. Und als Professor ist er es gewohnt, keine Widerworte zu bekommen, selbst wenn er falsch liegt. Das ist ja das Praktische. Man ist verbeamtet und man gibt, die ganzen Studenten sind von einem abhängig, weil man den Noten gibt. Und dann sagt so ein Nassforscher-Student, Herr Lucke, ich glaube, die Formel ist da falsch. Nein! So redet der natürlich nicht. Das war jetzt ein Symbolbild. Aber so stell ich ihn mir vor. Und dann sagt er halt nein. So. Und dann sagt er, jetzt gehen wir rein in die EU, jetzt lösen wir Europa von innen auf. Und dann sagt irgendwie so jemand, du Bernd, das geht nicht. Nein! Also ich fände es sehr konsequent, wenn die AfDler, die möglicherweise ins Europaparlament kommen, ihre Mandate nicht annehmen. Denn das führt dazu, dass wir uns Geld sparen in Brüssel. Ja? Wer bezahlt denn da rein? Das sind nur wir. Ja? Ja, unsere Steuergelder. Die sitzen da den ganzen Tag nur rum. Das finde ich ganz bemerkenswert. Die können beschließen, welche Wattzahl die Glühbirnen in unseren Wohnungen haben. Die können beschließen, wie viel Watt an der Düse der Staubsauger hat. Aber wenn es irgendwie darum geht, uns vor Überwachung zu schützen, dann wird es irgendwie zu kompliziert. Nee. Also die können schon in unsere Wohnung rein, aber da wollen sie dann auch anscheinend bleiben. Also gut, also ich gehe dann einfach mal davon aus, dass das vielleicht auch so ein, weiß ich nicht, anarchistisches Studentenprojekt ist da bei der AfD und die legen dann alle ihre Mandate nieder. Und wenn nicht, haben wir Popcorn, das kennen wir. Dann kann die ganze Recherche aus dem Bundestagswahlkampf, wird dann Reste verwertet und dann wird es, wie gesagt, lustig. Und ich weiß auch gar nicht, was die insgesamt wollen. Vielleicht wollen die auch Europa spalten. Europa spalten ist eigentlich ganz gut, weil auf europäischem Festland, jetzt so Frankreich, Deutschland, da gab es auch schon lange keinen Krieg mehr. Ne? Also ist auch eine Erfahrung. Ich meine, mein Großvater ist irgendwie Jahrgang 26. Der wurde mit 16 gezogen. Wurde dann da irgendwie verheizt als Hitlerjunge. Hatte halt irgendwie Glück. Also ich glaube, die meisten von diesem Unterfangen sind irgendwie gestorben. Und der wacht heute noch schweißgebadet auf. Das ist doch super. Wenn ein 16-Jähriger heute Krieg will, dann muss er sich eine Xbox kaufen. Das ist doch Quatsch. Kriegen wir doch einfach hin. Mir wird der ganz anders. Aber ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles super. Ist doch Europa, ist doch... So scheiße ist. Sieht man ja auch jetzt gerade bei der Ukraine. Da war ich wirklich ein bisschen irritiert. Also Ukraine soll Soforthilfe kriegen für seine finanziellen Probleme und die Griechen sind die Pleite-Griechen. Ah, die wollen nicht arbeiten. Die sind doof. Die kriegen nicht unser Geld. Und dann wundert man sich, dass so eine Partei wie die AfD irgendwie bei 6% ist oder so. Nö, also ist alles super, ja, gibt eigentlich nichts zu tun, können wir uns auflösen. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, dass wir hier das Problem sind. Danke.